Das ist das Problem. Ich glaube, Wolkentürme können wir auch zu 100% abschließen. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? Wir haben, Jesus, 3, 4, 5, 6 Dracheneier und 400 Edelsteine. Jominjung, da würde ich sagen, rein damit uns, nicht? Ja, natürlich. Warum ich jetzt hier auf Hamburgerisch bin, keine Ahnung. Das passiert manchmal mit mir was. War das Gegner oder war das gerade in der... War das einfach die Musik gerade? Das gehört jetzt... Ja, ja, ja. Es klang zumindest schon mal nicht schlecht. Gut. Hier haben wir auch schon die ersten... Okay, das ist unser Ansprechpartner. Hier haben wir schon die ersten Gegner, die uns tatsächlich Schaden machen können und die uns eventuell in den Abgrund treiben können. So, was ist denn hier los? Rede. Please. What? Hallo? Ich weiß, du bist die Ansprechpartnerin. Hat keinen Bock. Okay, haben wir hier vielleicht jemanden, der mir sagen kann, was hier los ist? Nope. Dann ist das wahrscheinlich ein Bug, vielleicht? Normalerweise müsste die uns sagen, was hier Phase ist, aber anscheinend ist kein Bock. Von daher betätigen wir einfach mal das hier. Das ist ein roter Schalter. Das ist immer gut, wenn man die drückt. Manchmal. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Danke für die Info. Genau, für diejenigen, die diese Jäger-Submission quasi nicht gemacht haben sollten, kriegen hier nochmal ein kleines Tutorial. Wahrscheinlich wollte ich nicht unterbrechen, das klang gerade extrem, extrem gut. So, hit them notes, girl. Das ist super. Sehr nice, okay. Ah, wir werden unser Spaß haben mit dem, mit diesem Game. Ich sehe schon. Vor allem die Rhinox sind ja eben auch wieder zurück, was ja auch wieder eine Sache ist, die aus Spyro 1 wieder mit... Der hat echt keinen Bock zu reden. Was ja auch eine Sache ist, die in Spyro 1 natürlich Phase war. Da waren die Hauptgegner eben diese Rhinoxe. Die wurden in Spyro 2 dann letzten Endes ausgetauscht gegen, ja, level-spezifische Gegner. Und hier overall eben wieder das Design für Rhinoxe, was ich ganz cool finde. Throwback, back to the roots. Genauso eben auch mit den, ich glaube, da kommen wir nicht rüber, mit den Dracheneiern. Ah, stimmt hier, diese Flugpassagen oder Gleitpassagen, gerade hier hinten hin, die waren ein bisschen, das ist eine Standard Jump-Run-Area da oben. Ich meine, ihr seht das schon, da haben wir Feuer, wir haben ein paar Plattformen, also das ist Platforming at its finest, was wir da oben haben, was das Design angeht. Aber wunderbar ins Level-Design eingepflegt. Aber ja, back to the roots eben auch mit diesen... Ich weiß. Mit diesen, Dracheneiern. Das sind bisher meine Lieblingsgegner. Eieieiei. Genau, hier aufpassen, wo er steht. Und ihr könnt auch nicht einfach auf die zulaufen. Ihr müsst dann ab einem bestimmten Punkt springen. Der war invincible. Um zu denen zu kommen. Und hier haben wir ein weiteres Ei for free, mehr oder weniger. Ja, diese Trigger ist ein bisschen komisch. Stephanie Einerfett. Oder so. Und das hat sie wörtlich genommen, keine Ahnung. Und wir gehen ein bisschen näher, damit wir gleich wunderbar nochmal diese engelsgleiche Stimme hören. Do it. Das wäre ein guter Ringtone eigentlich. Irgendwo haben wir wieder einen großen roten Schalter, den wir drücken dürfen. Oder anspucken dürfen, je nachdem, was uns hier lieber ist. Ich glaube, den ersten haben wir angeflammt. Beim zweiten nehmen wir den Reimangriff hier. Boom. Und das Gute ist, hier gibt es keine Gegner, die das Ganze wieder ausschalten. Das heißt, die bleiben an, wenn sie einmal angeturnt wurden oder so. Ich glaube, hier oben haben wir noch einen. Oh Gott. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre mit Edelsteinen zählen. Ah, natürlich. Die meiste Trottel auf jeden Fall ist auch ganz... Es ist legitim. Oh ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Er nimmt die ganze Situation nicht so ganz ernst, glaube ich. Aber gut, ich meine, wenn man Geldsack als sein Handlanger hat, dann kann man es auch gleich bleiben lassen, ehrlich gesagt. Dann ist man besser beraten, wenn man sich selber drum kümmert.
Ich weiß. Ich weiß das. Ihr habt schon mal Spyro gespielt. Dass wir hier so einen kleinen Boost noch bekommen, wenn wir am Ende des Flugs oder irgendwann zwischen dem Flug, wenn wir Bock haben, Dreieck drücken. Wie man diese Dinger übrigens hier runterkriegt, habe ich immer noch keine Ahnung. Oder aktiviert. Das klang im Kontext ein bisschen merkwürdig. Aber mit irgendeinem Schaltermechanismus funktioniert das, glaube ich. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, mit wie oder mit was. So, hier haben wir eine weitere Mission. Ich glaube, hier oben, genau, haben wir auch wieder eine Mission. Für die wir ein weiteres Ei natürlich bekommen. Dachte, hier haben wir noch einen Gegner. Und hier haben wir das Levelende. Wenn meine Flügel so stark... Nevermind. Whips. Ich erinnere mich wieder. Ah, der Giant. Ah, ja, ja. Da hat es sich ordentlich vertan. Gut. Kann man da echt nicht rübernehmen. Das wäre eine Abkürzung auf jeden Fall von da aus. Aber ja, auch schon hier im ersten Level wird man ein bisschen gefordert, um zu gucken, wo man jetzt... Kann ich das hier benutzen? Nope. Wo man hier am besten so lang fliegt, um zu verschiedenen Areas hier zu bekommen. Zu kommen. Okay, dann müsste das hier anscheinend Levelkeeper sein. Die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Ganz subtil ist das Ei mit rausgehüpft. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Das wird's gewesen sein. Henry! Irne! Bah. Git. Wenn wir jetzt die Wahl zwischen... Oh, Samen. Willkommen zurück zum Samen. Wenn ihr euch an C4 noch erinnern könnt. Ja. Das war eine relativ leichte Mission. Nehmen wir die schwere zuerst, denn ich glaube, hier hat das etwas mit Samen zu tun. Oh, da sehe ich noch so viele Edelsteine. Mein Gott. Aber hier war auch nichts mit Samen. Egal, machen wir das hier. Und unsere Freunde, die Eierdiebe, haben wir auch wieder. Denn, macht Sinn, wir sammeln Eier. Macht Sinn, dass die Eierdiebe auch wieder dabei sind. Also auf jeden Fall back to the roots fully. Brian. Nairb. Nairb. Fast. Ah, das ist doch... Ah, ja, ja, okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Schelmisch. Schleichwerbung. Nummer 1. Nummer 2. What? Okay. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nebulak Nummer 5. Weiß ich, ob die respawnen? Ich glaube nicht. Nebulak Nummer 6. Easy. Bless the rain down in Africa. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Gibt. Jake. Ich habe. Naja, und diesmal hört ihr übrigens die Glocken nicht durch mein Mikrofon, sondern tatsächlich im Game. Perfekt. So, gönnen wir uns die ganzen Edelsteine natürlich hier noch. Also warum jetzt hier extra eine Sub-Area dafür eingerichtet wurde, keine Ahnung. Das hätte man wie in Spyro 2 auch einfach ins Level mit einbinden können. Aber okay. Oh, ich habe ein bisschen Bammel von diesem scheiß Samen-Mission, weil ich glaube, da muss man sogar ein bisschen sein Gehirn anstrengen. Genau deswegen habe ich auch Angst davor. Deswegen will ich die eigentlich zuerst machen, damit wir das Schwere schon direkt geklärt haben. So, Sparks, haben wir hier noch irgendwas oder geleitest du mich hier aus dem Level?
Letzteres. Okay. Dann haben wir in der Area alles. Dass da oben noch Wege sind, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Weiß noch gar nicht, wie ich da ganz genau hinkomme. Ich glaube... Ich will jetzt hier nicht ins Ungewisse irgendwie geleiten, aber da hinten scheinen wir nichts zu haben. Ich glaube aber auch, also da, hier, durch dieses Portal haben wir nicht die Samen-Mission, das weiß ich. Da haben wir eine relativ leichte. So ein bisschen stressig. Weil er eben alles schnell gehen muss. Aber ich will erst mal schauen, ob ich hier das hinkriege. Mit diesem, die ganze Gleitaktion hier letzten Endes hinkriege. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch komplett übersehen. Weil ich glaube, es hat was mit dem... mit dem Wirbelwind da hinten zu tun. Oder? Oder ist es eher am Anfang? Oh, okay, wir können das Ding mittlerweile... es hat sie aktiviert, ich weiß nicht warum, aber das tat es. Und so kommen wir da ganz einfach hin, alles klar. Also müssen wir keinen geheimen Gleitflug oder so irgendwie absolvieren, um zu dieser Jump'n'Run-Passage letzten Endes zu kommen, sondern das aktiviert sich irgendwann. Anscheinend. Okay, die waren ganz gut positioniert. Ich dachte, dass wir da auf jeden Fall einmal Damage nehmen. Und wir haben gesprochen, das hier ist Platforming, wie es im Buche steht. Traditional fucking Platforming. Okay, knapp bemessener Sprung. Easy. Wieso war hier schon eine Samenmission? Ich dachte, die kam ja später. Naja. Claire, Irak. Du gehörst in Raccoon City, meine Liebe. Okay, vom Namen her hat es nicht ganz gepasst. Das haben wir. Wo ist diese... Wo? Hä? Hä? Wo? Invisible Wall. Wo ist diese... Samenmission? Ach so. Ich bin so doof. Aber es kommt noch eine Mission, in der wir Samen pflanzen müssen. Ich glaube, das war in der dritten Overworld allerdings erst. Deswegen war ich gerade ein bisschen bestürzt. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Samen? Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Samen? Just saying. Wir machen das Meme weiter, genau wie in C4. Also auch hier in Spyro 3 geht es in einem Level, in zwei Level sogar diesmal. Da haben sie den Samen, die Samen. Produktion ein bisschen erhöht. Samen. So. Genau, die Kollegen müssen wir jetzt einfach hier die ganze Zeit anflammen, bis sie Bock haben, hier in diesen Kessel reinzuhüpfen. Der erste ist relativ easy. Die anderen beiden nehmen eine etwas längere Route. Ist aber kein Problem für uns, wir sind ja flexibel. Also ich glaube, der erste geht hier, okay, rechts hoch anscheinend. Man kann es auch einfach machen, aber nee, da hat er keinen Bock drauf. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen... das Schwere daran ist, dass die natürlich irgendwann, da sie in diesem... von diesem Sonnen... von diesem Hitzeding kommen. Ich kann es ja mal zeigen. Wenn wir zu lange brauchen, dann gehen die irgendwann in die Luft und... oder auch nicht. Sein Spyro 1 ein bisschen anders aus als auf der PS1, aber schrumpfen dann natürlich und haben dann nicht mehr den gewünschten Hitzegrad. Eines frischen Samen. Samen. Und das hat gerade extrem schnell getriggert bei ihm. Goody. Boom. Oh yeah. Das nenne ich eine Sonne. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Samen. Lulu. Ulul. Direkt aus Final Fantasy X und Final Fantasy X 2 hier eingeflogen. Nice. 6 von 6 Eiern hätten wir damit. Und ich hoffe mal, der Rest an Edelstein befindet sich hier. Wie viel haben wir noch? 362 von 400 könnte reichen.
Hab jetzt noch nicht wirklich Ausschau gehalten nach den Edelsteinen, also nach dem Wert vor allem, den die Edelsteine haben, aber sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ein paar Zweier, ein paar Fünfer. Ja, ich denke mal, wir sind schon... Das sollte reichen. Hier übrigens aufpassen, wir sind zwar ein Drache, aber wir nehmen von diesem Feuer, ich kann es ja mal zeigen, für die, die es nicht glauben, natürlich Damage. Das ist so die... Das Schwere. An dieser Samen-Mission. Samen. Just saying. Mal kurz ein Auge drauf haben. Wir haben noch ein paar Edelsteine hier oben. Vielleicht. Wenn nicht, dann... Ja, müssen wir Sparks nochmal einschalten. Okay. Der wird halt hier auf jeden Fall nochmal... Ja! Und der Rest ist... Yes! Sehr gut. 400 von 400 Edelsteinen. 6, glaube ich, waren es. 6 von 6 Eiern. 100% des Levels abgeschlossen. Genauso sieht's aus. Hier übrigens können wir einen neuen Samen normalerweise regenerieren, aber mittlerweile ist die Potenz schon gesunken. Deswegen gehen wir natürlich in dem Fall auch nach Hause und gönnen uns auf jeden Fall noch ein Level in der heutigen Session. Und eine schöne, runde Summe an Edelsteinen. Genauso muss das sein. Wir haben noch zwei Level.